So, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und habt nicht zu lange gespielt, so wie ich, wegen den Aufgaben. Wie gesagt, wir haben gestern alles fertig bekommen. Ihr seht schon, den Skin haben wir schon. Dann das Backpack haben wir, die Spitzhacke haben wir. Also alles soweit erledigt. Wir sehen schon, Alter Ego 100%. Mission an sich auch alles 100%. Dann habe ich gesehen, wir bekommen nächste Woche auf jeden Fall nochmal Aufgaben. Ich bin halt echt mal gespannt, ob die das durchziehen wollen, bis Februar dann einfach immer nur Aufgaben rauszuhauen. Und bin auch mal gespannt, ob es dafür auch neue Skins dann gibt. Aber lassen wir uns da erstmal überraschen. So, erstmal danke jetzt für 2130 Abonnenten. Erstmal Gruß an alle Neuen. Ich hoffe, ihr seid auch hier wegen dem Shop. Denn heute habe ich schon gesehen, ist etwas Besonderes drin, beziehungsweise wieder zurück. Aber vorweg, erstmal alle Neuen, herzlich willkommen auch jetzt beim Shop-Video. Ihr wollt ja bestimmt wissen, wieso Custom Games, Skin-Verlosung, kurze Erklärung. Bei den Custom Games, wir spielen über einen gewissen Zeitraum, da gibt es halt dann ein gewisses Preisgeld. Wir machen das aber so. Wir verteilen nicht pro Sieg irgendein Preisgeld, sondern halt auf die komplette Distanz. Also wer da quasi die meisten Siege hat, der bekommt dann auch das Preisgeld. Hier nur ein kleines Beispiel, wie es gerade aussieht. Der Kokomann würde zum Beispiel jetzt quasi das Geld bekommen, wenn, weil er hat 3 Siege, alleine 3 Siege, weil die Kills sind uninteressant. Die sind nur dann interessant, wie jetzt zum Beispiel hier zwischen den drei. Weil die zwei haben 7 Kills und er hat nur 4. Deshalb sind die 2 Stück halt vor ihm. Also eigentlich ganz simpel. Aber Hauptsache ist gewinnen. So, wegen den Skins. Auch kurz nochmal erklärt. Ich spiele Rettet die Welt. Gestern waren die Aufgaben. Ich war froh, als ich dann um 10:30 mal fertig war. Ich werde mich dann heute mal dran setzen und bei Rettet die Welt da mal wieder ein paar V-Bucks sammeln in den Tagesaufgaben etc. Und heute wird definitiv ein Livestream kommen. Heißt, es gibt wieder Custom Games und für euch die Chance natürlich, dem Koko da ein bisschen näher zu kommen oder ihn sogar zu überholen. Wenn du komplett neu auf dem Kanal bist und willst das Ganze mitmachen, dann lass gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke. Warum die Glocke aktivieren? Ganz einfach, du siehst dann, wann ich live bin und bekommst natürlich dann mit, wann die Custom Games anfangen. Das Wichtigste ist halt immer, guckt euch das Shop-Video an, da kriegt ihr halt wirklich die aktuellen Informationen. So, vorweg nur gerade, wer noch nicht mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, bitte jetzt machen. YT-Family Hack. Warum müsst ihr das Ganze machen? Ganz einfach, damit ich euch die Skins schicken kann, weil wir müssen definitiv 48 Stunden befreundet sein, ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, Krautsalat bekommt erstmal seine An. Wird erstmal angenommen. So, jetzt gehen wir rein in den Shop. Ich denke mal, die meisten haben es eh schon gesehen, was es ist. Tada, die Mistel-Elfin ist wieder da. Oh, die Rächerin auch. Oh wei, das, uiuiui. Das ist nur ein schöner Shop. Ja, jetzt wäre natürlich schön, wenn ich die 800 V-Bucks hätte. Aber, warte mal, 50, ich habe 3 Aufgaben. Dann wäre ich bei 710. Na, nee, ich glaube nicht, dass ich das heute hinkriege. Ne, glaube ich nicht. Also, zumindest der erste Weihnachtsskin ist jetzt da. Die Mistel-Elfin. Eiwei, schweres Wort. Ja, Push-Up ist auch da. So. Das ist halt wie gesagt der erste Weihnachtsskin. War in der Season 7 schon drin. 800 V-Bucks. Und ihr seht schon, mein Creator-Code steht auch schon drin. Weil es klar, ich unterstütze mich natürlich selber, damit ich euch das Ganze auch und ermöglichen kann. Mit den ganzen Custom Games und so. So, da bin ich mal gespannt, ob sie auch noch was Neues zu Weihnachten raushauen. Aber einen Monat quasi schon vorher mit dem Weihnachtsskin anfangen, ist in Ordnung. Können wir uns eigentlich drauf freuen, weil da wird definitiv noch mehr kommen. Dann haben wir dabei die Herbstkönigin. Also ich habe so überall mal rumgeguckt. Er ist eigentlich recht beliebt. Also im Spiel sieht er auch nice aus. Ist eine komplett neue Skinart an sich vom Gesicht her. Und sieht halt ehrlich gesagt, es sieht top aus. Der Umhang, ja, da kann man sich wieder drum streiten. Aber an sich, warum nicht? Er passt halt wirklich perfekt. Aber ich behaupte trotzdem noch, mein aktueller Skin sieht besser aus. Kabach. So, dann die Spitzhacken dazu. Ah, ich weiß nicht von denen.
Bin ich irgendwie nicht so ein Freund von. So, dann haben wir die Pest wieder drin. Den Skin mag ich sowieso irgendwie. Irgendwie hat der was. Ist halt genauso wie der Rabe. Er ist aus Season 6, aber der Umhang, klar, ganz simpel, schwarz mit den zwei Knöpfen da oben. Sieht so ein bisschen noch komisch, ich weiß auch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, die zwei Knöpfe. Aber der Skin an sich sehr beliebt. Also den habe ich schon wirklich oft gesehen. Gerade bei YouTubern ist er anscheinend sehr beliebt, weil er oft in irgendwelchen Aufnahmen drin war. So, dann der Heroldstab. Und der ist reaktiv. Das Problem ist halt, man sieht halt nie, was er macht. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen blöd, weil der Werkzeugeffekt, da gehört bei mir auch das Reaktive dabei. So, dann noch der Gleiter. Den finde ich dann persönlich richtig nice. Also der Gleiter ist echt schön. Das sind halt diese richtigen Oldschool-Gleiter. Klar, da sind die zwei Lämpchen dran, aber so sahen früher die Gleiter aus. So. Ach, da war doch noch was. Ah, die weibliche Variante. Die Geißel. Weil es nur zwei ist. So, einmal die halt die weibliche Variante mit der Sanduhr um den Hals. Natürlich ein Röcklein. Warte mal, hat er nicht auch einen? Ja. Er hat eher so einen Arbeitskittel. So. Von hinten. Ja. Also gefällt mir das schon wieder besser. Auch das Rückenaccessoire mit den Gläschen. Ja, ist nice. Das ist okay. So, dann haben wir die Seeräuberin. Lol, voll verdrückt. Die Seeräuberin für 1200 V-Bucks. Auch verschiedene Stile. Ach, einmal sommerlich angezogen und einmal Umstandskleidung, nennen wir es ja. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ja, der Dorf für 1200 ist schon ein bisschen was Besonderes. Aber ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Also ich persönlich, obwohl der ist ziemlich lang, der Skin an sich, ich glaube doch, der ist gut spielbar, weil er halt einfach ziemlich schlank ist. So, dann haben wir da natürlich das passende Rückenaccessoire. Ach, das sind auch zwei verschiedene, okay. Einmal so und einmal eine Schatzkiste. Die Schatzkiste ist natürlich nice. Aber dafür muss man natürlich auch den passenden Skin haben. So, das war das. Dann, was haben wir denn noch? Fernglas. Das ist natürlich eine Demütigung, wenn du damit einen Kill gemacht hast und das dann raushaust, so nach dem Motto. Und, wo bist du? Wo bist du? Ah, du bist weg. Unter der Erde. So, dann am Wasser gebaut. Der wird, glaube ich, wieder oft gekauft, weil gefühlt will den eigentlich jeder haben. Ist auch aus der Season 4. Weil immer, wenn was Schlimmes passiert, ist einer am Heulen. So, dann haben wir den Rückpaddler. Ah ja. Wie die guckt. Ah ja. Dann haben wir die Rächerin, die mir immer noch gut gefällt. Ich habe sie mir damals auch gekauft, aber habe mir gedacht, nee, gib die V-Bucks wieder zurück, weil sie mir dann doch zu hell war. Aber ich finde den Skin immer noch nice, also vom Aussehen her auf jeden Fall. Wie gesagt, aber ist halt verdammt hell. Aber ich finde ihn immer noch schön. Dann passende Rückenaccessoire, man kennt ihn, beziehungsweise sie. So, und dann haben wir noch die Tarnung Emozikal? Der Emotional? Ja, ist gut. So, aber das ist auf jeden Fall die verwirrendste Lackierung, die wir, glaube ich, haben. Weil man wirklich so guckt, was ist drin. Lama, dann erster Sieg, Ausrufezeichen, kleines Lama. Oh Gott, ganz viel durcheinander. Aber da müsste eigentlich auf dem Boot müsste man ja das meiste sehen.
Von wegen. Man sieht auf dem Boot gar nichts. Boot verwirrt alles noch mehr. So, das war es eigentlich schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, heute ist ein Livestream mit Custom Games. Und denkt dran, gibt nicht zu viel im Shop aus. Und wenn, vergesst nicht, meinen Creator Code einzutragen. Ich kann nur sagen, es gab immer noch keinen Tag, wo kein neuer dabei kam. Also gerne Creator Code benutzen, eintragen. Guckt nach, ob er bei euch schon drin steht. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch noch viel Spaß heute mit dem letzten Tag der in der Schule von der Woche oder auf der Arbeit. Ich habe heute auch nicht lange und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.